Hi Leute, what I eat in a day. What I eat in a day. Diese Frage kam in letzter Zeit so häufig und eigentlich dachte ich, ich wollte so ein Video nie machen. Aber ich habe es jetzt trotzdem so einigermaßen gemacht. Kommt gleich die Bitte. Aber ich wollte euch ein bisschen Background dazu geben, ein bisschen den Hintergrund, warum ich so ein Video eigentlich nicht machen wollte. Beziehungsweise jetzt, wo ich es mache, möchte ich dazu explizit sagen, weil je nachdem, wenn du dich schon mit einer gesunden, artgerechten Ernährung beschäftigt hast, dann nimmst du das hier vermutlich ganz anders auf. Aber viele andere könnte das vermutlich abschrecken und denken vielleicht, dass es einseitig sein könnte oder all diese Mythen und Glaubenssätze, Theorien, die man da so im Kopf hat, sei es die Kalorientheorie oder Nährstofftheorien, die immer wieder kursieren, die nie bewiesen wurden. Was ich noch sagen wollte, was ich esse, kann für dich völlig egal sein. Hier gleich zu Beginn, deswegen schneide ich sie nochmal ein, hatte ich vergessen. Was ich esse, ist für dich völlig gleichgültig. Es bringt dir überhaupt nichts, wenn du gerade an einem ganz anderen Punkt bist. Dieser ganze Prozess ist ein Reinigungsprozess, ein Entgiftungsprozess des Körpers. Ich möchte hier wissenschaftlich bleiben und bei dem bleiben, was funktioniert, was in der Realität, wie es ausschaut, bei der Praxis. Und möchte ja nicht von irgendwelchen Theorien sinnieren, die nicht funktionieren, die nie bewiesen werden konnten. Und deshalb, wenn ihr wirklich, was Ernährung angeht, Hintergrundwissen haben möchtet, schaut da einfach mal auf meine Homepage, da habe ich alles verlinkt, habe da kostenlose Downloads auch mit drauf. Zu den Schriften zum Beispiel von Arnold Erdet oder eben in den Literaturempfehlungen bei den Büchern. Bin viele andere gute Quellen, was man machen kann. Meine eigenen E-Books mit den Rezepten zur Umstellung. Und ich hätte auch vor 10 Jahren nicht gedacht, dass ich mal so esse wie jetzt. Es hat sich einfach so entwickelt. Und ich habe mich eigentlich immer nur nach dieser Regel gerichtet. Was würde ich in der Natur machen? Wenn ich in der Natur wäre, was ist die ursprüngliche Ernährung? Und dann kommt man automatisch, wenn man langsam wieder die Sensibilität vom Körper entwickelt, kommt man wieder zu einer artgerechten Ernährung. Ja, und dementsprechend möchte ich auch niemanden damit abschrecken, der jetzt vielleicht ganz neu sich mit Ernährung befasst. Das ist ein schrittweiser Prozess. Ich habe da eben auch in den E-Books das dann schrittweise zur gesunden Ernährung genannt. Es ist nicht so, dass man von heute auf morgen irgendwie plötzlich einfach nur noch in den Wald geht und Bären sammelt. Es ist so, dass man den Körper langsam wieder reinigt, der Körper sich über die Jahre wieder regeneriert. Es ist nicht so, dass man seinen Körper, ja, chronische Krankheiten in seinem Körper über Jahre, Jahrzehnte und Generationen generiert und es dann wieder innerhalb von einem Fasten, von einer Detox-Kur wieder behoben ist. Man muss sich einfach wieder artgerecht verhalten, artgerecht leben, frische Luft, Bewegung und ein artgerechtes Essen ist dabei Grundvoraussetzung. Und dementsprechend ist es auch nicht so, dass es abwechslungsreich sein muss in dem Maß, wo sich viele vorstellen, dass man jeden Tag in einer Mahlzeit alle Nährstoffe abdecken muss. Das ist nicht der Fall. Es gibt zum Beispiel Leute, die seit 30 Jahren einfach jeden Tag mal am Tag vielleicht 2 Früchte essen. Größere Früchte zum Beispiel. Zum Beispiel Lauren Lockman. Blend den Kanal mal ein, wenn ich dran denke. Oder verlinken auch Lauren Lockman, der hat ein Fastencenter, Tanglewood, Fastencenter in Costa Rica. Und er ernährt sich zum Beispiel auch seit den letzten 30 Jahren. Der isst 2-mal am Tag eine einfache Fruchtmahlzeit zum Beispiel, eine Papaya, eine kleine Wassermelone
Oder dann auch einmal in der Woche vielleicht mal ein Avocado oder leichten Blattsalat. So ist es in der Natur auch. Man ist mal eine Zeit lang unterwegs. Man hat nicht überall einen Baum und einen Strauch mit dem passenden. Und man isst immer ein paar Tage nichts. Man isst wieder was. Man isst mal mehr. Man isst mal weniger. Und man isst so, wie es in der Natur wächst. Man braucht kein, ursprünglich braucht man kein Messer, kein Besteck, keine Verarbeitungsschritte. Das ist Gaumenfreude, kann man machen. Aber ursprünglich ist der Körper hier dafür designed, dass es so direkt, wie es in der Natur zu finden ist, verdaubar ist. Und dementsprechend gewinnt man auch nichts, wenn man es weiter großartig verarbeitet. Ganz im Gegenteil, meistens hat man da viele Verluste. Und ja, dementsprechend, bitte nicht falsch interpretieren, wie gesagt, für diejenigen, die hier das erste Mal einschalten. Und ich beschäftige mich da ausgiebig in den letzten 10, 15 Jahren damit. Und vor allem in der Praxis, nicht nur in der Theorie, weil du kannst tausende Bücher darüber lesen, wie man perfekt Geige spielt. Aber wenn du ein Instrument nicht in die Hand nimmst, dann lernst du nie, wie man es spielt. Und du wirst vermutlich nie eine Oper spielen, wenn du es nicht in die Hand nimmst. Dementsprechend ist es auch mit der Ernährung. Man muss wieder das Körpergefühl entwickeln und es passiert nicht von heute auf morgen. Irgendwann sagt einem der Körper ganz genau, was richtig ist und was falsch. Dann braucht einem auch niemand mehr was über gesunde Ernährung erzählen. Wenn du dieses Körpergefühl wieder erlangst, wieder lernst, darauf zu hören, es nicht mehr zu ignorieren oder es fehlinterpretierst, dann ist es ganz leicht, gesund zu essen, weil dein Körper sagt dir immer, was, wie viel, wann, stopp und was genau du eben essen solltest. Das ist kein Hexenwerk. Jedes Tier hat es rausgefunden, was seine artgerechte Ernährung ist. Und dementsprechend, denke ich, ist es langsam an der Zeit, dass der Mensch das auch rausfindet. Ja, und ich habe euch jetzt, ich werde es mal kurz jetzt einblenden, einfach nur mal so beispielhaft. Ich esse morgens erstmal nichts normalerweise. Also bis 12 Uhr, 1, 2, je nachdem, wann ich dann Hunger habe, esse ich erstmal nichts. Und es sind auch ganz wichtige Phasen, dass der Körper sich regenerieren kann. Wenn er ständig mit der Verdauung beschäftigt ist, kann der sich um keine Heilungen und um nichts kümmern. Und ja, dann starte ich meistens erstmal leicht. Ich esse so viel wie möglich Mono. Oder misch sehr einfach, wenn ich misch. Zum Beispiel mische ich oft. Entschuldigung, ich hoffe, man hört die Kirchenglocken nicht im Hintergrund. Ich spreche jetzt einfach mal weiter. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich mische so wenig wie möglich. Also ganz einfache Kombinationen, höchstens sowas wie Gurke, Zucchini und einen leichten Blattsalat rein. Mal Tomaten dazu. Tomaten eher selten, aber das variiert auch völlig. Es ist wirklich so, manchmal esse ich über 2, 3 Monate, hauptsächlich wenn Äpfel reif sind, fast nur Äpfel und ja, mal Gurken oder was Fett angeht, Avocado häufig, weil es einfach noch wasserhaltiger ist als Nüsse und es wird vom Körper besser verdaut. Geht besser durch, dehydriert nicht so, gerade wenn man noch in Entgiftungsphasen drinnen steckt. Ja, meist esse ich dann eben so zweimal am Tag, zwischendrin mal Obst, je nachdem, wie gesagt, Äpfel, Wassermelone habe ich sonst häufig gestartet. So schaut es mal auch über Wochen, Monate aus. In der Natur war es auch so, ein Baum ist mal reif, dann isst du über mehrere Monate nur das. Und es geht immer nur ums Gleichgewicht bei der Ernährung. Genauso, wenn ich dann in den Tropen zum Beispiel manchmal bin, war ich die letzten Winter häufig 2, 3 Monate und dann esse ich die 2, 3 Monate meistens Kokosnüsse, Papaya, Wassermelone. Das sind so diese drei Hauptdinge. So, gar keine Äpfel mehr, gar nichts mehr Europäisches eigentlich.
Und wenn ich hier bin, eben mehr diese Sachen. Avocado ist halt im Moment noch so ein Ding. Da sind ja viele dann klimatechnisch wieder, hat so ein bisschen den Boomerang abbekommen. Ich denke, klimatechnisch sollte man zuerst auf den Fleischkonsum achten, auf tierische Produkte, dann hat man da schon so viel getan. Und ja, langfristig möchte ich eben definitiv schauen, regional zu essen, wie es mir eben möglich ist. Im Moment merke ich vom Körper her, dass ich einfach noch die Fette brauche. Das ist das, was ich am besten verarbeiten kann. Dementsprechend schaut es halt so aus. Das ist meine Sünde. Wer was so mehr kann. Es ist wirklich immer nur, manchmal werden da so medientechnisch Buhmänner rausgesucht. Es gibt tausend andere Sachen, die sind viel schlimmer. Dann werden, irgendwo ist halt dann der schwarze Peter. Damit möchte ich nicht sagen, dass es gut ist, Avocados zu essen hier. Sondern das sollte man natürlich auch meiden und das reduzieren. Aber mit jeder macht eben sein Bestmögliches. Und ich setze da eher bei den großen Dingen an, wie ja, dem Fleischkonsum, den ich da bei mir reduziert habe. Das ist auch immer nur, du kannst immer auf die anderen schauen. Die meisten, die immer nur auf andere schauen, die vergessen sich selbst dabei und wollen oft andere nur dazu nutzen als Ausrede. Ein bisschen lästern über andere, die machen ja das nicht und das nicht und die müssten ja das machen, damit es besser für die Welt ist und so weiter. Fang bei dir an. Jede Veränderung fängt bei dir an, die wirklich was bewirkt. Wahre Veränderung entsteht immer von innen raus. So, jetzt möchte ich aber nicht zu sehr abdriften. Genau, also Ernährung kann da wirklich variieren. Schaut euch noch die anderen Videos dazu an von mir. Und ja, dann noch viel Spaß am Ende mit dem kleinen Mini-Aufnahmen vor der Eat-In-A-Day, damit ihr mal einen groben Einblick habt. Früh habe ich jetzt erstmal so ein bisschen Wassermelone gegessen. Hier nicht alles, nicht früh, es war auch schon eins. ja, so ein Viertel vielleicht. Meine Freundin hat noch ein bisschen mitgegessen. Genau. Und im Moment, ich esse übrigens meistens auf dem Boden. Und im Moment esse ich oft einfach ein paar Gurken. Und ja, je nachdem, manchmal Zucchini dazu, ein bisschen hier irgendeinen leichten Blattsalat. Der Feldsalat ist mit meiner Freundin. Genau. Und ja, das ist das, was ich so hauptsächlich im Moment esse. Meistens eben, also vor 12 Uhr nichts. Avocado, je nachdem. Jetzt werden wahrscheinlich wieder alle umweltsündigen. Avocados hätte ich nicht zeigen sollen. Die sind im Moment in Verruf geraten. Aber ja, ich probiere eigentlich mehr saisonal zu essen, wie diese Walnüsse hier. Obwohl die mir halt dann zu trocken sind. Drum esse ich die eigentlich auch nicht. Aber die haben wir jetzt gesammelt. Mal schauen, ob ich dann im Winter da Lust drauf habe. Genau, ansonsten, weil mir das einfach körperlich im Moment gut tut. Avocados, je nachdem. Manchmal ein, zwei am Tag, manchmal auch, kann auch mehr sein. Das, je nachdem, wie mein Körper das gerade verlangt, je nachdem, was für eine Phase das ist. Das können auch manchmal ein paar Stück sein. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was ich so, es ist halt sehr einfach, in den letzten Monaten täglich gegessen habe. Äpfel esse ich manchmal von einem Bauern hier. Und dann probiere ich immer nach 8 Uhr nichts mehr zu essen. Meistens halt so, in letzter Zeit war es sogar nur einmal am Tag so richtig was Dichteres, wo auch Avocado mit dabei war. Und ansonsten, ja, zweimal am Tag. Kann aber auch dann immer mal länger sein. Man kaut ja auch dann viel mehr. Was eh das Wichtigste ist, seine Mahlzeit viel besser zu kauen. Was ich noch sagen wollte, was ich esse, kann für dich völlig egal sein. Was ich esse, ist für dich völlig gleichgültig. Es bringt dir überhaupt nichts, wenn du gerade an einem ganz anderen Punkt bist. Dieser ganze Prozess ist ein Reinigungsprozess, ein Entgiftungsprozess des Körpers. Wenn du von heute auf morgen einfach so isst wie ich, dann geht's dir beschissen. Es läuft so nicht. Man muss erstmal die Hintergründe verstehen. Und die Links habe ich ja bereits erwähnt, die Quellen, wo ihr sowas nachschauen könnt, einfach auf meiner Webseite zum Beispiel oder unten in der Infobox ist alles beschrieben.
Bücher von Eret, Galina Shatalova, es gibt viele andere unzählige Bücher, gute Bücher. Ich habe da einige, wie gesagt, in den Literaturempfehlungen drinnen, habe auch einige Schriften in den kostenlosen Downloads. Ansonsten macht's gut, post gerne deine Meinung und das Video. Wenn du Fragen hast, schreib, was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Ansonsten mach's gut. Ciao.